Freunde, ich bin Fitness-Oskar und ich zeige euch heute mal eine vegane Diätmahlzeit. Nein, ich bin kein Veganer, auch nicht Vegetarier, aber einige meiner Zuschauer sind Veganer bzw. Vegetarier und für die möchte ich auch mal was vorstellen, denn ich denke mir immer so, wenn ich was mit Fleisch koche, dann können das nicht alle nachmachen, denn die, die eben halt kein Fleisch essen, für die ist das nichts. Und heute, diese Mahlzeit ist nicht nur für Veganer oder Vegetarier, sondern für alle. Ich kann schon mal vorwegnehmen, bei einer veganen Ernährung ist ein bisschen so das Problem, dass das Essen wenig Proteine enthält. Dieses hier wird auch wenig Protein enthalten, überhaupt wenig Fett, Kohlenhydrate nicht mal so viele, wenig Eiweiß und es wird sehr, sehr kalorienarm sein. Deshalb ist es auch eine Diätmahlzeit. Da muss man halt mal, wenn man auf seinen Proteinbedarf kommen möchte, noch entweder mit veganen Proteinshakes supplementieren, wie Reisprotein, Sojaprotein, ja, auch wenn das nicht so hochwertig ist. Oder man muss dann eine andere Mahlzeit des Tages aus Linsen, Erbsen, Bohnen bestehend zu sich nehmen. Oder was kann man noch als Veganer essen? Ja, Nüsse oder solche Sachen, die eben halt pflanzlich sind, aber auch proteinreich. Wir brauchen Zucchini, Paprika, Zwiebeln, Champignons, Olivenöl, Gewürze, bestehend aus Pfeffer, Salz und Paprika. Und wir brauchen Kartoffeln, die brauchen wir einfach nur zu kochen, deshalb habe ich das hier schon vorbereitet. Und eine Pfanne. Und diese Mahlzeit wird so einfach sein, das glaubt ihr gar nicht. Das ist es bei mir ja meistens, aber jetzt werdet ihr gleich sehen, also das toppt alles, wie einfach das ist. 20 Gramm Olivenöl in die Pfanne, dann auf den Herd legen, auf die höchste Stufe und erst wenn die Pfanne heiß ist, kommen die Lebensmittel herein. Zuerst packen wir die Zwiebeln und die Champignons in die Pfanne und lassen die anbraten. Nach ca. 10 Minuten, wenn die Champignons ein bisschen braun geworden sind, kommt auch das restliche Gemüse in die Pfanne. Ihr könnt auch einen Deckel drauf machen, damit die Paprika und die Zucchini weich wird und der Gemüsesaft in der Pfanne enthalten bleibt und nicht als Dampf entflieht. Die Kartoffeln sind inzwischen fertig und können abgegossen werden. Ich werde die Kartoffeln noch zermatschen, da ich Lust auf Kartoffelpüree habe. Jetzt ist das Gemüse auch fertig, dann kann man den Herd ausstellen und am Ende noch alles würzen. So sieht eine Portion von dem leckeren Essen aus, bestehend aus 400 Gramm Kartoffeln und 300 Gramm Gemüse. Für die Nicht-Veganer, die können noch ein Stück beliebiges Fleisch dazu nehmen, dann haben sie mehr Eiweiß. Die Nährwerte seht ihr hier. Zu dem Essen kann man dann noch einen leckeren Tee trinken und die Videos seines Lieblings-YouTubers gucken. Ich hoffe, das Kochvideo hat euch gefallen. Wir sehen uns alle im nächsten Video.